Once upon a time, in the great Arkansil Kingdom, the world lived in peace and coexistence. Between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansil a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the Eternal Night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful! But, for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon their champion, the mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the Eternal Night. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack, history's greatest trickster and con artist, banished to wander the world as a wayward spirit. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Guten Tag. Guten Tag und willkommen zu einem neuen Let's Play aus dem Hause Dave Darren TV. Ganz spontan. Ich musste gerade leider noch einmal raustippen, damit mein Cam-Bild hier wieder eingeblendet wird. Herzlich willkommen zu Pumpkin Jack, a.k.a. Medieval für... Nee, für Arme? Nee, nö. Das weigere ich mich schon mal direkt zu sagen, denn... Das Spiel ist offiziell eigentlich so ein bisschen angekündigt worden als Medieval meets Jack and Dexter. Zu Jack and Dexter kann ich nicht so wirklich viel sagen, weil ich die Spiele noch nicht gespielt habe. Kommt vielleicht nochmal irgendwann. Zu Medieval aber sehr wohl. Und es ist die Stimmung vor allem, auch die Lichtstimmung teilweise, die mich sehr an Medieval erinnert, was ich sehr mag. Denn ich mag Medieval. Hab sowohl das Original als auch das PS4 Remake schon Let's Played. Diese Welt ist ein einziges Chaos. Der Teufel zieht das voll durch mit dem Tod allen Lebens und der totalen irgendwas. Das war zu schnell weg. Ein sehr, sehr neues Spiel, gestern erst erschienen. Wir haben heute den 24.10.2020 gestern veröffentlicht worden und um so ein bisschen die Halloween-Stimmung natürlich aufzugreifen und einfach, weil ich Lust auf das Spiel habe, schauen wir uns das zusammen an und spielen das mal. Es ist auch kein allzu langes Spiel, das kann ich schon mal direkt vorab sagen. Also was ich gehört habe, so 4 bis 7 Stunden plus minus. Kostet aktuell 23 Euro, beziehungsweise 24, glaube ich, bei Steam. Gibt es aber auch für andere Plattformen. Und wir spielen das jetzt einfach mal komplett blind, wie auch immer man es nennen will. Das heißt, ich kenne hier noch nichts von. Ich habe einmal ganz kurz so ein paar Videoausschnitte gesehen von Szenen und ein paar Bilder. Das war's dann aber auch.
Für neue Zuschauer vielleicht ganz kurz, bevor wir loslegen. Ich bin der Dave, Judentag. Das hier ist der Kanal Dave Dern TV. Falls ihr das auf YouTube schaut, freue ich mich. Falls ihr das auf Twitch live schaut, jetzt gerade zum Beispiel an die Leute, die hier im Chat sind, auf twitch.tv/DaveDernTV, freut mich das sogar vielleicht noch ein Quäntchen mehr. Aber ich freue mich über beides, das will ich damit sagen. Ich streame meine Plätzleys. Ich streame meine Plätzchen live auf Twitch, nehme die da auf und lade die hinterher auf YouTube hoch. Das heißt, wenn ihr mal dabei sein möchtet bei auch einem der kommenden Let's Plays auf diesem Kanal, und das können alle möglichen Sachen sein, aktuell spiele ich regulär auch noch Tomb Raider 1, das allererste von 96, mit HD-Mod, mit HD-Texturen, dann folgt mir gerne kostenlos auf Twitch, twitch.tv/DaveDarrenTV. Ihr findet auch immer einen Link unten in jeder Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen, euch auch da im Chat mal begrüßen zu können. Falls ihr natürlich Lust habt. Ich streame immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 19 Uhr bis so circa 22 Uhr plus minus und wahlweise auch am Wochenende, so wie heute. Aber dann halt außerplanmäßig kündige das immer auf Twitter an twitter.com/dave_durden. Auch da findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. So, genug gelabert, jetzt lassen wir uns mal auf das Spiel ein. Wir sind ein vermenschlichter Kürbis. Warum auch nicht? Unten links sehen wir unsere Health Bar. Ich spiele mit dem Xbox-Controller. Ich kann euch mal kurz zeigen, wenn wir hier ins Menü reingehen, bei der Steuerung. Unten seht ihr, mit X können wir angreifen, mit A können wir springen, mit Y können wir etwas benutzen, mit B können wir ausweichen. Wir können Krähen losschicken, wir können unser Inventar öffnen und wir können uns bewegen und wir können auch die Kamera bewegen. Das freut mich ungemein. Alles gleichmäßig. Wen haben wir überhaupt hier gerade im Chat? Auch das sei natürlich nicht verschwiegen. Den Super Flash Crash zum Beispiel, The German Wizard, den Sudrago, den Thomas, den Smartin und vielleicht auch noch ein, zwei andere Leute, die noch nichts geschrieben haben, aber einfach so zu schauen. Auch liebe Grüße an euch und vielen Dank an alle sowieso, dass ihr spontan eingeschaltet habt, denn dieser Stream war sehr spontan. So, schauen wir mal, was wir jetzt machen können. Also wir können springen, wie gesagt, haben wir gerade gesehen. Wir können auch einen Doppelsprung machen, automatisch. Also ich habe jetzt ja noch nichts gemacht, das ist der Anfang des Spiels. Ich habe noch nichts freigeschaltet oder so. Oder ich weiß nicht, ob es ein Leveling-System gibt. Es gibt auch keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade, glaube ich, gemerkt zu haben, weil ich konnte jetzt nichts wählen. Und generell, um mal kurz die Grafik auf uns wirken zu lassen, sehr, sehr cool. Also ich mag, das ist so ein leichter, so ein ganz leichter Cell-Shading-Comic-Look, wie ich finde. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Musik ist auch sehr, sehr schön geraten. Also auch da am Anfang direkt schon. Das hat so schon Medieval-Einflüsse. Kann man nicht abstreiten. Und das gefällt mir super. Sieht doch gar nicht so übel aus, aber er braucht meine Hilfe, um einen lästigen Zauberer loszuwerden. Das ganze Spiel wurde von einer einzigen Person entwickelt. Muss ich auch nochmal dazu sagen. Bevor wir da weitergehen, ich habe hier oben noch, glaube ich, einen Weg gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war der das? Ne. Ich glaube, das war tatsächlich der einzige. Jump'n'Run und Level-System. Pfui, Eibel! Wird hier gesagt. Ne, ich weiß nicht, ob es ein Level-System gibt in dem Sinne. Ich glaube nicht. Carl Creighton ist auch da. Schönen guten Tag. Opferaltar. Kann ich irgendwas machen? Nein. Hat so ein bisschen was, ja. Die Schädelform kommt mir bekannt vor. Und dieser leichte Nebel gefällt mir auch. Generell die Farbgebung. Was die Frage aufwirft, welche Art von Zauberer kann er selbst nicht besiegen? Ja, was ist das für ein Zauberer, der andere Zauberer nicht besiegen kann? Oder andere Magie nicht entwirken kann, wenn es das Wort überhaupt gibt? Wer weiß das schon? Ihr merkt vielleicht gerade auch schon meinen typischen Spielstil auf Twitch und halt auch auf YouTube. Ich erkunde gerne die Spielwelt. Das heißt, wenn ihr einen Speedrun erwartet oder so, seid ihr hier komplett falsch. Ich werde hier nicht durchrushen. Ich werde mir gut Zeit für das Spiel nehmen und auch Sachen erkunden. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht Secrets gibt, aber ich werde hier nicht durchrennen. Ah, okay. Oh, wir haben einen internen Death Counter. Das ist ja cool. Und wir haben, glaube ich, ein automatisches Speichersystem, wie mir scheint. Kann ich das irgendwie abbrechen? Nein. Ein böser Mann fiel vom Himmel, um
ein sehr, sehr gutes anderes PlayStation-1-Spiel zu zitieren. So, das hatten wir ja alle schon genau. Also, ins Wasser sollen wir nicht rein. Wasser ist böse, wie so häufig in solchen Spielen. War in Medieval zum Beispiel auch so. Ich werde wahrscheinlich, ich muss euch schon mal vorwarnen, einige Vergleiche zu Medieval ziehen hier und da. Es wird wahrscheinlich einfach so passieren. Es tut mir fast leid. Ich kann reden. Wen haben wir denn da? Steckt wohl noch mehr in diesem Kürbiskopf, als man denkt. Mehr als unter deinem Gefieder auf jeden Fall, du Vogel. Zu spät dran und aufmüpfig. Du bekleckerst dich nicht gerade mit Ruhm, Jack. Okay, er kennt unseren Namen. Wer bist du überhaupt und woher kennst du meinen Namen? Ich bin ein Diener des Teufels. Ich wurde geschickt, um dich und deine Arbeit mit Eulenaugen zu überwachen. Glaube ja nicht, dass der Teufel deine tückischen Taten vergessen hätte, Jack. Er vertraut dir ganz und gar. Nicht. Pah, bleib mir lieber von der Pelle. Falls nicht, hätte ich da noch dieses uralte Familienrezept für Hühnerschenkel. Dieses Hühnchen hier hat dir einen niegelnagelneuen Körper geschenkt. Du? Wo wir gerade dabei sind, bringen wir dich mal wieder in Form. In Form bringen? Hast du mich gerade fett genannt? Du bist ein Kürbis Inkorporales. Hast Jahrzehnte ohne richtigen Körper verbracht. Und jetzt hör auf rumzudrödeln. Wird Zeit, dass du dich an deinen neuen Körper gewöhnst. Sehr, sehr cool. Okay, also Ingame-Tutorial. Spiel wird spielt automatisch gespeichert, alles klar. Das wollte ich wissen. Also mir gefällt die Musik schon extrem gut. Und die Grafik auch. Und generell die Atmosphäre. Und wie gesagt, zur Erinnerung, das hat eine Person gemacht. Eine einzige Person. Und ich habe vorhin auch nochmal auf Steam geschaut. Es hat sehr, sehr viele gute Kritiken. Warum nimmst du nicht ein Schlückchen aus dem Kessel? Diese blubbernde Brühe hält deinen Körper zusammen. Oh, ein Jungbrunnen. So wie bei The Medieval. Ah, okay. Als Herkulade dann also. Ich bringe gerade sehr viele Referenzen zu anderen Spielen, merke ich gerade. Auch für die PlayStation 1 vor allem. Gibt's da... Ist der irgendwann versiegt oder so? Und ich speichere dann auch automatisch, okay? Ich finde den Uhu cool. Ich möchte den als... Und Jack möchte ich auch als Plüschfigur haben. Doppelsprung. Du kannst außerdem einen Doppelsprung landen. Wieso? Dein Körper ist verzaubert, du Kürbiskopf. Das Spiel sieht aus, als wäre es von Toys for Bob, würde direkt in Spyro Reignited Crash 4 reinpassen. Ja, dem stimme ich absolut zu. In einigen Kulturen gelten Krähenschädel als Glücksbringer. Angeblich beschützen sie ihren Träger vor bösen Mächten. 1 von 20, okay. Also auch noch so ein Collectible-System. Sehr, sehr cool. Sind das dann vielleicht wie die Ringe bei Sonic? So als Schutz oder so wie Aku Aku bei Crash? Oder Sparks bei Spyro? Oder andere Running Mates als bei anderen Spielen? Oh, das macht jetzt schon mega Bock, ohne Scheiß. Das macht jetzt schon mega Bock, das Spiel da oben. Kommt man da hin? Ich glaube, es ist einfach nur ein Vogel da hinten auf der anderen Plattform. Okay. Glaube eher, du sammelst alle in einem Level und schaltest dann was frei. Das ist gut möglich. Ich habe auch überhaupt, wie gesagt, keine Ahnung, wie viele Level es hier in diesem Spiel gibt. Das war nicht so sinnvoll. Aber gehen wir erst hier unten hin. Ne, das sind einfach wirklich nur Krähen. Ich
Ich glaube, ich habe den Soundtrack sogar mitgekauft, fällt mir gerade ein. Neuer Speicherpunkt. Neuer Speicherpunkt. So ist's besser. Kann ich ja sogar so ein bisschen Semi-Voice-Acten hier. Freut mich. Okay. Hier in der ersten Folge, die auch einen Tacken länger ist als die anderen Folgen werden so plus minus 20 Minuten lang sein, werde ich natürlich auch das Spiel erstmal ein bisschen erkunden und auschecken. Ist da oben irgendwas drauf, was ich haben will? Bin mir nicht ganz sicher. Kann ich hier... Okay. Geh einfach nochmal hoch. Hält er sich auch fest irgendwie? Ja, er zieht sich so leicht hoch. Falls ihr übrigens irgendwas sehen solltet, ihr könnt mir natürlich gerne Tipps geben hier im Chat. Wobei, wie gesagt, es ist ein brandneues Spiel, also es werden halt nicht viele Leute kennen bisher. Diese blauen Vögel, Vogels hier unten, diese hier, die habe ich schon eingesammelt. Da, guck mal, da hinten ist einer sogar. Oh, dann hat es sich dann doch gelohnt, da drauf zu gehen. Okay. Sehr, sehr schön. Also Falling Damage gibt's, glaube ich, nicht. Ich sehe, dass ich selber wohl anfangen sollte. Also... So ist's besser. Es macht einfach... Also mir macht's schon Spaß. Nimm Anlauf und dann mach dann einen Doppelsprung über den Fluss. Ja, ja. Ich kann mir, glaube ich, auch manchmal mehr Zeit beim zweiten Sprung lassen, weil er... Man kann ihn sehr spät auch machen, man muss ihn nicht schnell nacheinander machen. Huhu, gar nicht mal so schlecht, Jack. Dich bringen wir schnell wieder auf Vordermann. Es fühlt sich echt gut an, wieder einen eigenen Körper zu haben. Arme, Beine, alles. Alle. Rügenwalder. Dann will ich jetzt auch vollen Körpereinsatz sehen. Da warten ein paar Monster darauf, von uns zerlegt zu werden, hör mal. Aber das sollte dir ja keine Probleme bereiten. Oh, mit Zerlegen kenne ich mich bestens aus. Zahlen, Möbel, Hühnerschenkel. Aber warum sollten die mich überhaupt angreifen? Wissen die nicht, dass ich auf ihrer Seite bin? Wissen? Das ist ein Fremdwort für die, Jack, hör mal. Was glaubst du eigentlich, wo du hier bist? Diese Monster sind nichts als schwerfällige Spatzenhirne. Und das sag ich als Uhu und ich muss es wissen. Sie wissen nicht mal, wer sie selbst sind. Ganz zu schweigen von dir. Kürbis oder nicht, du bist immer noch ein Mensch. Das allein macht dich zu ihrem Feind. Deswegen braucht mich der Teufel also. Ihm fehlt die menschliche Intuition. Dieser neue Gegner ist schlau, Jack. Der Teufel braucht jemanden, der mindestens genauso schlau ist. Ich verstehe. Und ihm ist es egal, wenn ich seinen Monstern die Rübe poliere? Uhu, das sind doch nur hohle Birnen. Mach, was du willst. Hauptsache, du erledigst deinen Job, verdammt. Der ist ja gut. Boah, ich mag die Farbgebung in diesem Spiel so gerne. Boah, ist das schön. Ich mag den Look. Manchmal gewinnt man einen Kampf am ehesten, wenn man ihn einfach ignoriert. Ja, es ist so langweilig, wie es klingt. Ach so, weil ich jetzt hierher gegangen bin. Alles klar. Ja, es hätte mir echt nichts gebracht, da hinzugehen. Also, stimmt. Ich bin jetzt gar nicht mal absichtlich ausgewichen. Ich hatte einfach nur den Weg gesehen. Tüdelü. Ah. Die Eulen sind anscheinend wie die Wasserspeier bei Medieval. Ja. Wie kommt es denn, dass ich jetzt schon wieder Medieval erwähnt habe? Ich weiß auch nicht.
shit, ich dachte, da wäre ein Kopf gewesen. Ich glaube, eine Sache gewöhne ich mir an. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ark, wie ist zurück, lass uns abflattern, flattert um euer Leben. Na klasse, noch mehr Vögel. Eigentlich habe ich ja schon mit der Eule ein Hühnchen zu rupfen, aber wenn ihr mich nicht durchlasst, kommt ihr auch auf meine Liste. Entschuldigt, ich muss manchmal erstmal meine Worte finden. Bleib uns ja fern, Vogelscheuche. Ich habe Krallen und ich werde sie einsetzen. Vogelscheuche? Meinst du mich damit? Ich heiße Jack, der Rätselmeister. Nein, falsches Spiel. Du darfst mich aber auch einfach obergenialer Superschurke nennen. Warte, er hat ja Beine. Eine Vogelscheuche hat doch keine Beine. Und er scheint auch mehr als Stroh im Kopf zu haben. Ich spucke voll. Seht ihr, ich bin keine Vogelscheuche. Und jetzt lasst mich durch, ihr kratzbürstigen Krähen. Krächz, krächz. Nicht so schnell. Wir Vögel sind jetzt in der Überzahl. Wir lassen den Herrn Jack durch. Unter einer Bedingung. Wir brauchen deine Hilfe. Ich soll mich einer Krähe unterwerfen? So weit sind wir schon. Was wollt ihr? Bei der Scheune da drüben taucht manchmal eine Vogelscheuche auf. Sie terrorisiert uns schon seit Wochen und macht ihrem Namen echt alle Ehre. Sie heißt Marcel Reich-Ranitzky. Jetzt soll ich sie für euch verscheuchen? Genau, genau. Ich werde dir auch helfen. Meine Flügel schlagen schnell und mein Schnabel ist spitz. Gegen ein wenig Luftunterstützung habe ich nichts einzuwenden. Wir haben einen Deal, Vogel. Krächz! Hurra! Hurra! Hip, hip, hurra! Alles ist super, alles ist wunderbar. Nieder mit dem Strohsiedel. Ach, geil. Ach, und so kann ich die Krähen wahrscheinlich gleich schicken mit LB. Ah, oh, ist das cool. Jetzt schon mal Props an den Entwickler, ohne Scheiß. Und alle, die vielleicht doch irgendwie mitgearbeitet haben sollten, natürlich. Das Spiel wird gespeichert. Ich bin bereit, Jack. Auf geht's, immer dem Schnabel nach. Okay. Ach, guck mal hier. Grammophon entdeckt, ja cool. Doc Mabuse, schönen guten Tag, danke fürs Einschalten. Wie geht's dir? Cool. Weiß jetzt nicht, was mir das bringt. Also noch ein Collectible. Ich hatte jetzt eigentlich wieder mit einem Krähenkopf gerechnet. Was nehme ich auch? Als Musikfreund schlage ich einen Grammophon nicht aus. Neuer Speicherpunkt. Eigentlich brauche ich gar nichts trinken, weil wir volle Energie haben. Egal. Egal. Oh. Gerippe vor uns. Wer möchte Riebchen zum Mittag? Nice. Ganz schön rostig, aber besser so eine Waffe als gar keine, meinst du nicht? Nice.
Kann ich da noch irgendwas machen? Ist der noch gefährlich? Nö. Ah. Ich versuche dran zu denken. Weiß nicht, ob man es hinterher hören wird, aber... Nieder mit der Tür, Zack. Immer schön mit dem Kürbiskopf durch die Wand. Alles schick und selber auch. Wie du siehst, sind wir jetzt hier bei Pumpkin Jack, eine kleine Pause von Tomb Raider 1. Womit es dann aber nächste Woche natürlich regulär wieder weitergeht. Oh, kann ich... Ah, oder? Nee, wenn ich einen Doppelsprung mache und dann... Ah, wenn ich Doppelsprung mache und dann angreifen, macht er den hier, alles klar. Ich denke immer, ich könnte über den Zaun drüber springen, aber das geht nicht. Neuer Speicherpunkt. Sind sehr ausgabefreudig mit Speicherpunkten. Gefällt mir. Da oben drauf vielleicht? Nee. Ist das irgendwie drehen? Okay. Steuerung ist übrigens sehr, sehr cool. Also sehr smooth. Und generell spielt sie sehr smooth. Ah, ich muss also an die Seite von dem Seil, glaube ich, hin, um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, da oben ist ein Vogel. Habe ich da gerade noch was gesehen da unten? Ah ne, es ist das Pinke des Wassers. Sehr schön. Ich freue mich schon auf den nächsten Dialog. Okay. Okay. Zuerst mal ein bisschen Schaden eingesteckt. Okay, ich muss definitiv nochmal mit dem Ausweichen gucken. Oh. Ich mag die lispelnde Krähe. Dankeschön. Ich auch. Ich auch. Huch. Okay, OBS hat irgendwie gerade die Stream-Informationen ausgeblendet, aber ich bin noch live. Ja, bin ich noch. Ich sehe auch gerade, die erste Folge ist gleich um. Hier liegen jetzt überall Monster-Essenzen verstreut. Zerbrich ein paar Gegenstände und deine... Kann ich mir jetzt nochmal ansehen? Das lispel ich auch so. Okay. Monster-Essenzen. Weiß nicht, was er damit meint. Warte, warte. Bitte tu mir nicht weh. Hä, du kannst sprechen? Ja, und ich komme in Frieden, edler Herr. Bist du dir da sicher? Du siehst aus wie ein Monster. Du bist so leer, so leblos, ohne Seele. Ja, genau so steht es in meiner Jobbeschreibung. Ich bin nämlich Verkäufer. I can relate, buddy. Na, das erklärt einiges. Muss die Musik noch etwas leiser machen für mich? Na, das erklärt einiges. Ich sagte es schon. Gut, dass ich dich hier gerade am Wickel habe. Ich hätte eh noch eine alte Rechnung zu begleichen. Nein, 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 hör auf. Ich habe hier ein oder zwei Angebote, die du nicht ablehnen kannst, Stranger. Was?
Hat sich dein Geschäft etwa noch nicht totgelaufen? Verstehst du? Totgelaufen. Ich verkaufe diese feinen Häute. Ich häute ein paar Tote hier und da, damit andere in ihre Haut schlüpfen können. Manchmal habe ich aber auch Lederjacken im Angebot. Falls du übrigens nicht weißt, wie ich heiße, Ed Gein. Na gut, das war vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber Mensch, ja, es kam mir gerade in den Sinn. Na gut, die zählen wohl auch als Waren des täglichen Bedarfs. Dann kann ich dich wohl noch nicht umbringen, aber ich möchte einen Rabatt. Das versteht sich von selbst. Bitte schau dich ruhig um. Achso, sind das die Skins, die ich habe wahrscheinlich, ne? Bussard, Kürbiskönig, Skelett. Aha. Ach, okay, verstehe. Die kann ich für die Vogels kaufen. Alles klar. Die Frage ist, will ich das? Bringen mir die irgendwelche Vorteile? Oder sind das einfach nur andere Skins? Dass du kannst andere Sachen kaputt machen, um geheilt zu werden. Ich hab's noch nicht erwähnt, ne? Ah, okay. Also die Kürbisse kann ich kaputt machen. Stimmt, ich kriege immer ein bisschen Energie da. Ah, danke für den Tipp nochmal. Achso, das war Feuer. Ich dachte, da wären Gegner rausgespawnt. Ach, weißt du was? Komm. YOLO. Wobei, bei ihm stimmt's ja eigentlich nicht. Denn er lebt ja zweimal. Ha. Ja. Liebe Leute, das war die erste Folge von Pumpkin Jack. Bisheriges Fazit, erster Eindruck, geiles Spiel. Gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, es gefällt euch auch und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, bei der nächsten Folge hier auf YouTube. Für alle anderen auf Twitch geht es jetzt natürlich direkt weiter. Und ja, würde mich freuen. Macht's Bock, kann ich nur sehr empfehlen. Also Hut ab davor, gefällt sehr, sehr gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss, euer Dave.